Ja, moin moin und herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr es auch, ihr habt einen Motor oder sonst was, der ultraschnell dreht. Anschalten. Ja, und ihr wollt die Geschwindigkeit von diesem Motor drosseln. Eine Möglichkeit wäre ein unglaublich teurer Frequenzumrichter, genau. Wenn hat, alles gut. Wenn nicht hat, kann auch mal hier so ein Dimmer benutzen. Dimmer-Adapter. Damit könnt ihr sonst Lampen dunkler machen oder heller. Und das funktioniert auch bei Motoren. Okay, packen wir das Ganze mal aus. Hier steht es nochmal, das ist ausdrücklich für ohmische Lasten wie Hochvolt-LEDs, Halogenlampen und Glühbirnen geeignet. Testen wir das Ganze doch mal an einem kapazitiven Widerstand. Also, Spannung an, vollen Anschlag drehen erstmal. Dann können wir den einschalten. Jetzt kann man langsam runterdrehen. Also, ihr könnt damit auch Motoren drosseln, obwohl es nicht erlaubt ist, aber es funktioniert durchaus, ne? Es funktioniert zwar, aber in der Regel macht man es nicht mit billigen Dimmern Motoren zu drosseln. So, ich spiele jetzt noch ein bisschen rum und vielen Dank fürs Zuschauen und später kommen wir dann mal zur Kritik für den Teelichtofen.